devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. Folgendes Problem: Die Karre läuft mir die ganze Zeit zu heiß, was auf jeden Fall am Kühlwasser vorne liegt. Obwohl genügend Kühlwasser nachgefüllt ist, also das kann nicht die Ursachenquelle sein. Man sieht auch, wenn ich die Karre abstelle, dass das auf jeden Fall tropft. Da unten auch. Ja, dann könnte jetzt noch sein, dass das Thermostat kaputt ist. Oder einfach der Kühler generell kaputt ist. Das wird auf jeden Fall die nächste große Baustelle, die man beheben muss. Jetzt versuche ich abzuwarten, bis er komplett runterkühlt. Und dann wird wieder gefahren und geschaut, dass man heimkommt. Ja Leute, was geht ab? Ich bin jetzt auf dem Bike. Ich fahre gerade den fünften Gang so runtertourig wie es geht und 30 km/h. Ja, ich muss mich jetzt abschleppen lassen, weil so geht es nicht mehr. Ihr seht ja, die Karre ist schon wieder komplett heiß und ich möchte noch einen Motorschaden fahren. Und deshalb ist es echt einfach versucht zu fahren. Ja. Ich bin einfach die Schnauze voll, Alter. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, es geht endlich weiter mit Motorrad-Content. Viele haben es sich auch gewünscht. Und ja, zum Stand. Ihr habt ja schon gesehen im Vorspann von dem Video, dass ich mit der DC liegen geblieben bin. Und zwar geht es höchstwahrscheinlich, also die einzig mögliche Erklärung, ums Thermostat, weil die Karre erhitzt, also überhitzt halt. Und wenn das Thermostat kaputt ist, ist ja klar, dass der Motor nicht mehr gekühlt wird durch das Wasser im Kühlmitteltank, deshalb ist es die Erklärung dafür. Und genau, das Thermostat sitzt hier drin, das heißt, die Seitenverkleidung habe ich schon weggemacht. Jetzt muss ich gleich noch gucken, was alles weg muss. Höchstwahrscheinlich, ja, Öltank müsste eigentlich weg, sonst kommt man an die Schrauben nicht. Und der richtige Tank muss eigentlich auch runter. Thermostat ist auch schon bestellt. Hier. So sieht es neu aus. Genau, neue Dichtung ist auch gleich mitbestellt. Ja, also vom Materialpreis ist es jetzt echt keine schlimme Reparatur, sag ich mal. Es ist halt einfach nervig, dass man jetzt alles auseinanderbauen muss. Allein die Sitzbank muss ja auch runter, um den Tank dann wegzumachen. Also das ist schon ziemlich viel Aufwand. Aber ja, mal schauen. Wir sehen uns gleich wieder. So Freunde, ist geschafft. Tank ist unten, Sitzbank ist unten, alle Seitenteile sind weg. Das sieht jetzt schon ziemlich wild aus. Aber gut. Jetzt, also an die zwei Schrauben kommt man auf jeden Fall easy. An die dritte, die seht ihr da hinten. Da muss ich dann halt im geraden Winkel hier runter, aber das ist kein Problem. Ich kann den Öltank noch ein bisschen weiter nach rechts machen und dann müsste ich da auch hinkommen. Genau. Perfekt. Bis gleich. So, kurz zu den Arbeitsschritten. Hier wurde noch der automatische Öltank abgeklemmt, damit ich den weiter rüber machen konnte. Dann festgeklebt, dass er nicht umfällt und keine Kabel abgeklemmt werden. So, jetzt habe ich hier alle Schrauben gelöst, wie man sieht. Ich muss das mit der Taschenlampe leuchten, sonst seht ihr gar nichts. Beim Thermostatdeckel. So, hier ist es jetzt. Hier sieht man jetzt das Thermostat, das alte. Also hier auf zwischen der Dichtung ist auch ein bisschen Dreck, das wird noch sauber gemacht. Unten sieht man auch noch die alte Dichtung. Die kann ich ja eigentlich wegmachen noch, weil ich habe ja eh eine neue. Jetzt müssen wir noch das Thermostat rausholen. So, ich nehme mal das raus,
Das Thermostat ist alte. Jetzt hole ich noch mal kurz die Taschenlampe. Wie ihr sehen könnt, ist auch hier fast keine Kühlflüssigkeit drin. Plus aus dem Schlauch, in dem natürlich hier noch kompletter Rest Kühlflüssigkeit drin sein hätte sollen, war auch gar keine Kühlflüssigkeit drin. Das heißt, es müsste mir jetzt bestätigen, dass es eigentlich zu 100% am Thermostat liegt, weil eigentlich wäre hier immer noch ein Rest vom letzten Mal fahren drin. Aber es ist halt gar nichts, wo ich die Dichtung raus oder den Dings runtergeschraubt habe, ist nichts rausgekommen, weil hier ist ja offen. Das heißt, es hätte hier ja was rausfließen müssen. So, das heißt, wir sind jetzt uns, also ich bin mir relativ sicher, dass es am Thermostat liegt. So, die Dichtung ist auch schon weg, die alte. Die sieht auch ein bisschen mitgenommen aus. Also auch nicht schlimm, dass man die jetzt wechselt. Und ja, wichtig ist noch, also ich habe das jetzt gerade immer das Thermostat drin gelassen, damit in die Öffnung halt kein Dreck reinkommt. Das ist immer schlauer, wenn da nichts drin reinkommt. So, jetzt kommt ja die Dichtung und das neue Thermostat gleich rein, dann ist es also kein Problem mehr. Genau. Und ja, also an und für sich war es jetzt gar nicht so schwer, das Ganze zu reparieren. Ja. Wichtigste oder das Schwerste war generell am zeitaufwendigsten, war alles am Motorrad abzubauen. Sonst ist es wirklich nicht aufwendig. Genau. Ich kann euch und werde euch auf jeden Fall noch die ganzen Pläne hier einblenden. Von Thermostat-Ersatzteile, wo genau das Thermostat sitzt, weil ich habe da im Internet auch wenig dazu gefunden, beziehungsweise fast kein YouTube-Video dazu. Deshalb werdet ihr das dann gleich sehen. Ich blende euch mal jetzt mal alle Bilder ein. Genau, und dann, wenn ich das neue eingesetzt habe, sehen wir uns gleich wieder. So, also das neue Thermostat ist verbaut. Kleiner Zwischenstand, und zwar habe ich ein Problem bei der hinteren Schraube. Und zwar lässt die sich nicht eindrehen. Obwohl die Schrauben gleich sind. Und man kann auch eine Mutter auf jede Schraube drehen. Also am Gewinde kann es ja nicht liegen. Und die waren ja davor auch alle schon drin. Also macht es ja keinen Sinn, dass sie jetzt nicht reingeht. Genau. Ich habe auch schon geschaut. Da hinten im Loch ist nichts drin. Also um genau die Stelle geht's. Die Schraube will nicht rein. Da ist auch nichts drin, was irgendwie stört oder so. Das Gewinde ist nicht beschädigt. Deshalb weiß ich da jetzt erstmal nicht weiter. Ich habe einen Kumpel gefragt. Der hat gesagt, reinpusten. Und das teste ich jetzt noch. Ich habe hier auch so ein Luftspray. Hört mal. Das ist doch ein Druckluft raus. Deshalb werde ich mal mit dem reinsprühen und mal schauen, ob vielleicht doch irgendwo hängt unten was drin oder so. Und vielleicht funktioniert es danach dann. Ja, genau. Bis gleich. Da bin ich wieder. Und Gott sei Dank mit guten Nachrichten. Ja, die Schraube sitzt wieder drin. Ja, man hat ganz, also nachdem man mit Druckluft reingepustet hat, hat man gesehen, dass, also ich habe die Schraube aussehen ein bisschen schräg angesetzt und dann hat so in den ersten zwei Gewinderundungen hat sich ein neues reingebohrt, weil das war nur Aluminium und die Schraube ist ja Metall und deshalb ging das leicht. Also hat sich auch leicht angefühlt. Deshalb die ersten zwei hat es praktisch neues Gewinde gemacht von der Schraube. Und ja, genau, jetzt haben wir mit hier mit einem Gewinde, bis hier doch, mit einem Gewindeschneider den komplett reingedreht. Mit der Hoffnung, dass der praktisch das alte Gewinde, wo schon drin war, übernimmt und die zwei neuen Spuren praktisch so wegmacht. Und am Ende hat es jetzt funktioniert. Ihr seht ja, die Schraube ist wieder drin. Also richtiger Pfusch hier. Aber solange es funktioniert hat, gut. Ja. Jetzt ist heute Ende. Morgen mache ich alles fertig, baue wieder alles zusammen. Und dann machen wir eine Testfahrt und dann werden wir sehen, ob die Maschine wieder kühlt. Also ob sie weiterhin überhitzt. Hoffe ich natürlich nicht, weil das wäre echt behindert. Weil dann heißt es, ist was anderes als das Thermostat kaputt. Und ja, genau. Dann sehen wir uns morgen, wenn es weitergeht. Einbau ist fertig. Jetzt tue ich gleich noch Wasser auffüllen.
Also Freunde, ihr habt jetzt gerade ein paar Testeinblicke gehabt von der Probefahrt. Man muss ganz klar sagen, dass jetzt wieder alles fit ist. Also die Temperaturanzeige stimmt die ganze Zeit, es ist nie überhitzt. Ja genau, und das heißt, die Thermostatreparatur hat geklappt. Ja, an und für sich, wie gesagt, zwar nur ein großes Problem bzw. zeitaufwendig alles abzubauen. Aber die Reparaturkosten waren jetzt ungefähr 40 Euro, also das Thermostat hat irgendwie so 35 gekostet, noch Versand und die Dichtung, also das war jetzt nicht der Rede wert. Und es war auch am Ende gar nicht so schwer, selber an der Zweitakter zu schrauben. Also ich habe ja auch mal einen Mofa restauriert, da musste man halt nichts am Motor machen. So gesehen war es meine komplett erste Motorerfahrung, sag ich mal. Ja genau, aber es gibt wirklich viel zum sich einlesen und so. Und ich hoffe, ich konnte euch mit den Bildern in der Mitte vom Video auch selber helfen, falls ihr das Problem mit dem Thermostat habt. Ja genau, wie gesagt, es wird jetzt wieder viel Motorrad-Content kommen. Noch ein paar Videos habe ich in der Pipeline. Und ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, von meinen Videos, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Und ein Like, das würde mich unterstützen und auch den Algorithmus ein bisschen pushen. Ja genau, wie gesagt, soweit wäre es dann gewesen. Also ihr könnt noch in der Playlist vorbeischauen, wo alle Videos drin waren, was ich bis jetzt an dem Motorrad gemacht habe. Und ja, sonst würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Video. Haut rein, ciao.